Hallo und herzlich willkommen zurück zu A New Beginning. Meine letzte Aufnahme ist schon etwas her. Ich glaube, wir müssen diesen Vorhang hier dicht kriegen, ne? Genau, und ich habe das irgendwie nicht herausgefunden, wie verdammt nochmal das denn hier funktionieren soll, weil ich kann hier nichts verbinden. Habe auch so weiter nichts gefunden. Aber wir werden einfach nochmal gucken. Ich muss mich sowieso erstmal wieder hier. Die stehen da noch draußen und quatschen. Achso, nee. Das war nur das Fenster. An die Anlage wollte er, glaube ich, gar nicht ran, ne? Löschen. Löschenöffner. Nein, ich will doch. Oh, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ach, guck. Den habe ich letztes Mal gar nicht gefunden. Offensichtlich. Geh mal hier hin, Ben. Aber wie schnell man hier auch was übersehen kann, ne? Kann ich das denn jetzt verbinden? Ran damit. Das passt ja wie die Krone auf die Maus. Ja, das wurde auch Zeit. Oh, mein Sound, der war gerade mega laut. Ich habe mich voll erschrocken. So, jetzt aber. Komm. Jetzt sollte das funktionieren. Der Stein der Weisen. Ein Flaschenöffner auf einem Zeigestock. Na dann. Ja. Machst du den auch? Machst du... Puh. Hä? Was? Was ist los? Ah, Ben! Was hast du denn jetzt gemacht? Schließen. Ja. Dann ging das eben nicht. Ah, okay. Sehr schön. Haben Sie Angst, die Alge könnte Ihnen den Markt kaputt machen? Wenn es wirklich eine Blümchenenergie geben würde, die sich jeder Tölpel auf der Veranda heranzüchten könnte, dann ja. Aber dieses Kraut bekommt doch nicht mal einen Toaster zum Laufen. Meine Sorge ist nur, dass diese Idioten in Oslo das anders sehen könnten. Und was wollen Sie dagegen unternehmen? Was jeder gute Geschäftsmann machen würde. Ich werde sie kaufen. Ein Exemplar kommt bei mir ins Regal. Der Rest auf den Grund des Meeres. Wo Algen eben hingehören. Bon voyage, Dr. Svensson. Arrivederci, Biostrom. Und das Schönste, solange sich niemand anderes dafür interessiert, bekomme ich das Ganze auch noch zum Schnäppchenpreis. Dieses Schwein. So, meine Herrschaften, die Pause ist vorbei. Wenn Sie bitte wieder Platz nehmen würden... Ja, Hauptsache die Kohle stimmt, ne? Wir kommen nun zur Live-Präsentation unserer Technologie. Wie Sie sehen, haben uns unsere Assistenten ein Exemplar der Alge bereitgestellt. Dr. Svensson, wenn ich Sie nun bitten dürfte. Sehr gerne. Er meinte mich. Lassen Sie mich das machen. Ich habe 30 Jahre an dieser Technologie gearbeitet. Ich weiß, wie man das Maximum aus ihr herausholt. Also gut, dann bitte. Okay. Der Generator wandelt das H2 der Algen in Strom um. Ach, Ben, warum machst du denn jetzt sowas mit mir? Für eine erfolgreiche Hydrogenase braucht die Alge Licht, frisches Wasser und Luft. Das finde ich total toll. ja, geh mal ein Stück zur Seite. Ich sehe nichts. Nein, nein, nein. Jetzt bloß keinen Fehler machen, Ben. Alle Augen sind auf dich gerichtet. Ja, mich würde das voll nervös machen, aber okay. Also nein, ja, das hatten wir schon. Was ist das? Dieses Ding liegt hier doch mit Absicht. Und schon kommt mehr H2 in den Generator. Okay. Ja, das finde ich total toll. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit diesem Generator? Sie leuchtet schon etwas mehr, ist aber... Pah, Schwachsinn. Ja, weiß ich ja nicht. Blanker Unsinn. Ach Mensch, Ben, der motiviert einen immer so. Ich finde das total toll. So ein Quark. Kann ich das verbinden? Also gut. Ich packe den Akku in das Netz. Ah, okay. So, und jetzt vielleicht? Das wäre Manipulation.
Zu solchen Mitteln greife ich erst, wenn alle anderen Stricke reißen. Okay, heißt also wahrscheinlich, wir müssen vorher noch irgendetwas anderes machen. Ist nur die Frage, was? Das finde ich total toll. schauen wir mal. Ich keine Ahnung. Jetzt bloß kein Fehler. Okay, da sagt er genau dasselbe. Kann ich hier irgendjemand jetzt ansprechen? Bloß Nein. Alle Augen. Kann ich nicht. Jetzt bloß alle Augen. Ha. Ha, ha. Aber wie schnell man hier wieder auf dem Schlauch steht, ne? Konferenzteilnehmer. Warum hat das denn da überhaupt drauf gestanden? Naja, gut, ist ja egal. Ist ja nicht so wichtig. Wie sie da alle sitzen und gucken, damit irgendwas passiert, weiß ich nicht. Kann ich was mit dem Wasser machen? Unfug. Ja klar, ist das Unfug. Damit machst du das Ding höchstens kaputt. Willst du was trinken? Käse. Du? Besser nicht. Ich will nichts kaputt machen. Wieso? Ich habe ihm was zu trinken angeboten. Geht er davon kaputt? Tinef. Wer ist das überhaupt da hinten? Jetzt bloß können alle Augen sehen. Ach Ben, du machst mich echt fertig. Oder kann ich das hier noch... Kokolores. Ja, ist ja gut. Möchtest du das verbinden? Senf. Okay, gut. Findet er Senf? Wenn Ben das sagt, wird das schon stimmen? Genug Licht hat sie jetzt. Ja. Für eine erfolgreiche Hydrogenase braucht die Alge Licht, frisches... Frischen wir die Alge doch mal ein bisschen auf. So. Die Alge hat nun Licht, frisches Wasser und das Gas kann ungehindert in den Generator fließen. Und die Glühbirne leuchtet. Bravo! Erkennen Sie etwa nicht die Genialität hinter dieser Performance? Das Einzige, was ich erkenne, ist ein Haufen Schleim in einem Aquarium. Dr. Svensson, da sich hier sonst keiner dafür zu interessieren scheint, ich würde Ihnen diesen Schleim liebend gerne abkaufen. Halt, einen Moment noch. Ich habe etwas vergessen. Die Präsentation ist noch nicht vorbei. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, das sind wir alle. Wenn das funktioniert, dann glaube ich Faye von heute an jedes einzelne Wort. Ach, herrje. Was haben Sie getan? Ich wollte nur... War das diese Nitrogenese, von der Sie gesprochen haben? Ich hätte nie geglaubt, dass 0,8% so kraftvoll sind. Dr. Svensson, anstatt ellenlange Monologe über Windenergie zu halten, warum haben Sie uns das nicht gleich gezeigt? Ich weiß es nicht. Fragen Sie meinen Vater. Er ist hier der ungekrönte Experte. Und, wer von Ihnen beiden bekommt jetzt unser Geld? Ich dachte schon, ich hätte es kaputt gemacht. Alles gut. Dieser blöde Arzt. Ich will mich hier nicht ausruhen und ich bin auch nicht krank. Hey, bitte komm! Hallo? Du musst verschwinden! In Anschlag! Alle werden sterben! Delvin! Was redest du da? Was für ein Anschlag? Die Mist! Etwas stimmt mit der Antenne nicht. Wollte Oggi sie nicht an den Helikopter montieren? Oh nein! Hoffentlich hat er sie nicht kaputt gemacht. Ich prüfe das besser nach. Ja, machen wir sofort. Gucken uns hier erstmal um. Da hat man mal Sonnenlicht und stellt den Schreibtisch trotzdem in die dunkelste Ecke. Naja, wenigstens sind die Menschen dann schon an das Leben im Bunker gewöhnt. Okay. Na dann. Wow. Da könnte man ganze 5 Faces drin stapeln. Stapeln? Ja, gut. Okay, dafür, so ist es ja eigentlich nicht gedacht, aber was soll's. Oh, mir hat jemand eine Nachricht geschrieben. Herzlich willkommen auf der Forschungsstation Atlas 11, dem Zuhause der international geschätzten Svensson-Hinrichs-Cyanobakterie. Mahlzeiten sowie Kaffee und Kuchen werden rund um die Uhr in unserer wunderbaren Kantine im 1. Stock serviert. Wenn Sie mit dem Festland telefonieren möchten,
Kontaktieren Sie bitte unseren leitenden Funker auf dem Dach. Wenn Sie sonst etwas brauchen oder vermissen sollten, wenden Sie sich bitte direkt an mich. Barney Flint, 2. Stock, hinterste Tür, einfach klopfen. Im Namen des gesamten Teams, Duve Svensson und Lissa Hinrichs, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und viele lehrsame Stunden. Gezeichnet Barney Flint, Managing Director. Wie nett. Mhm. Okay. Was für ein schönes Material, wie es wohl hergestellt wird. Durchsuchen? Schade. Der Blick geht raus auf die Bohrinsel. Ich hätte gerne mehr vom Wasser gesehen. Such dir doch ein anderes Fenster. Ach du Schande. Okay. Kann ich hier überhaupt was machen? Er steht auf der Brücke und raucht. Na dann. Na gut, ich krabbel mal wieder zurück. Ich glaube, mehr gibt es hier auch gar nicht zu sehen. Ich habe gedacht, dass ich vielleicht noch irgendetwas mitnehmen kann oder so. Hat sie überhaupt was? Nö, nicht wirklich. Ja. Hä? Und jetzt? Kannst du da auch rein? Ach du Schande. Eine transparente Duschkabine. Da haben wir in unserem Bunker ja mehr Privatsphäre. Ja. Fay ist klasse. Lauf mal ein Stückchen. Lack für die Nägel, Tusche für die Wimpern, ein Stift für die Lippen. Wer braucht denn ein Malzett für das Gesicht? Ah, diese Feile sieht nützlich aus. Hat sie jetzt eine Nagelfeile? Okay. Oh, sie ist echt klasse. So, dann kommen wir wieder raus da. Die machen wir mal zu. Wir haben ja Anstand und dann gehen wir mal raus hier. Wo ist er denn jetzt? Ach da. Okay. Jetzt muss ich erstmal eben gucken, wo wir überhaupt weiter können. Hier können wir rein. Das war auch schon alles, ne? Na gut. Nein, geht nicht. Und auf dem kleinen Schild hier steht auch warum. Wegen Umbauarbeiten ist die 23 bis auf weiteres außer Betrieb. Nicht schlimm. Ich habe ja noch meine 24. Ja, sehr schön. Immer positiv denken. Sehr gut, Fay. Also entweder muss ich jetzt wieder zurück. Dann brech doch auf. Mit einer Nagelfeile. Nein. Ist auch keine gute Idee. Ja, dann ist die Frage, aber was soll ich da draußen? Weil ich sehe hier jetzt gerade gar nicht wirklich. Ja, hier ist sie, die ist am Rauchen, oder er. Whatever. Irgendetwas wird schon sein. Hä? Hier sind Möwen. Nein. Eine Feile aus Metall. Ah, sehr schön. Sehr schön, Fay. Ja, was soll ich denn jetzt hier machen? Ach, ich habe bestimmt wieder irgendetwas übersehen. Etwas völlig Offensichtliches oder so. Ansprechen kann ich dich aber auch nicht, ne? Ich kann dich nur ansehen, ja. Er steht auf der Brücke und raucht. Ja. Stimmt, hat sie vorhin auch gesagt. Nein. Nein, will ich auch gar nicht. Ich muss das ZFG erst wieder mit der Antenne an Oggis Hubschrauber sinken. Nom, nom, nom. Tja. Okay.
Liegt hier noch irgendwas rum? Offensichtlich nicht. Gut, dann würde ich sagen, beende ich hier erstmal den Part und wir gucken dann im nächsten Part, wo es weitergeht. Faye wird schon wieder ganz ungeduldig. Geht bald weiter, Faye. Alles gut. Ich danke euch fürs Zusehen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal.